Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hab sie auch. Die Meta-Crossbox. Mit dem Hyperball drinnen. Ja, schauen wir rein. Verborgenes Schicksal. Mein Name ist Isa und es freut mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal vorbeigeschaut habt oder vorbeischaut. Ich habe schon von anderen gehört, dass diese Box etwas schwierig ist zu öffnen. Ja, schauen wir mal rein. So, dala. Unsere Pikachus sind auch schon sehr gespannt, was wir da Tolles rausholen. Ich finde es ja recht schön, wie sie prinzipiell drinnen aufgelegt sind, die Booster. Entschuldigung für den Krach. So. Hoppala. Gleich noch die Kamera geschlagen. Ich hole das hier einfach mal so raus. Uppala. Also, ein Teil haben wir mal heraus. Jetzt stelle ich da mal was drunter. Zeige euch mal, wie das so aussieht. Wir haben hier unser Metacross Shiny. Voll Art. Tolle Karte. Auch leicht zum Rausnehmen im Gegensatz zu den anderen Sachen. Wie normalerweise unsere coolen Karten so verpackt sind. Meine Codekarte, die klappt mal schnell auf die Seite. Und dann brauchen wir natürlich noch Sleeves. Für das, was wir so hoffen zu ziehen. Es gibt einiges ganz Schönes, ups, auf das ich hoffen würde. Ich hoffe, ihr seht etwas so vom Gesamtbild. Ich zeige es euch nochmal. Also echt cool aufgeordnet und aufgelegt da hinten die Booster. Schauen wir mal weiter. So, wir haben hier den Ball, der zum Aufhalten bewegt wurde. Cool. Geht der auch zusammen? Geht er dann wieder auf? Ja, man kann ihn zusammenstecken. Tada! Unser schöner Hyperball. Der darf sich da mal gleich hierhin gesellen. Und dann habe ich gehört, dass man hier nochmal sehr vorsichtig sein muss, damit die da hinten so schön stehen bleiben. Ich heb mal das so weg. So, tada! Unsere 10 schönen Booster aus dem Set Verborgenes Schicksal. Ich hoffe, ihr könnt sie gut sehen. Werden sie gleich hier von dem Rest Plastik befreien. Einmal noch ein schöner Blick. Sieht ganz toll aus. Gefällt mir gut. So, ja. Dann holen wir sie mal raus. Schwuppdiwupp. Und den Rest an Plastik weg. Diesen Block hatte ich zum Unterlegen. Soll keine Schleichwerbung sein. Wir haben ja hier eine Metacross GX-Karte. Shiny Metacross. Und unsere Pikachus passen auf. Und dann haben wir hier natürlich den Hyperball, den ihr hoffentlich auch gut gesehen habt. Und super coole, tolle 10 Booster. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach an. Oder was meint ihr? Jo. Ich kann es kaum erwarten, was ich da so alles Schönes noch draus ziehen kann, was noch in meiner Sammlung fehlt. So, tada. Der erste Booster. Weigert sich schon mal. Etwas.
seiner Hülle zu hupfen. So. Wo tun wir jetzt den ganzen Müll hin, ne? Ja. Die Codekarte mal weg. Viermal. Sodala. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr Licht haben. Ich hoffe, das passt euch auch. Und noch ein bisschen näher. So, ich hoffe, ihr seht alles ganz gut. Das Licht machen wir noch ein bisschen so. Ich hoffe, es wirft nicht zu viel Schatten, aber ich möchte ja, dass ihr was seht. Also, wir fangen bei diesem coolen Opening mit einer Wasserenergie an. Dann haben wir Safcon, Lutexo, Magma, Kleinstein, dieses weinende Tragosso, das Evoli, ein Pipi, ein Anton, unser Pipi in Reverse und schön, Evoli in Holo. Schön, immer in Holo heißt sie immer, ne? Evoli in Holo. Ja, sehr schön. Super. Cool. Bekommt mal gleich eine Sleeve. Fängt ja schon mal ganz gut an. Evoli ist ja eins meiner Lieblings-Pokémon. Wie mein Name schwer zu erkennen lässt. Cool. Ich finde das mit den anderen Pokémon im Hintergrund und den Pokébällen einfach super schön. Richtig toll. So, wir haben eine Holo. Haha. Dann machen wir gleich weiter. Ui. Wieder ein Booster, der etwas feigelt, ne? Was gefällt euch denn so gut aus dem Set? Was möchtet ihr gern ziehen? Was habt ihr schon gezogen? Lasst mir einfach mal einen Kommentar da. Wir haben hier ein Sichlor. Rockos Durchhaltevermögen. Georock. Ein Rattan. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre die Kamera etwas schief. Einen Moment. Das muss man mal ein bisschen richten, fürchte ich. So. Noch immer schief. Etwas. So. Sorry für die Unterbrechung. Aber so kann man das ja nicht lassen, ne? So. So sieht's gut aus. So gefällt's mir. Machen wir weiter. Genau. Das Rattern mit dem Regenbogen. Raupi. Paras. Glumanda. Pipi. Nein. 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 Ein Wahnsinn. Genau die wollte ich. Wenn ich eine Goldkarte ziehe, dann wollte ich die. Kapuriki. Wow. Der Hammer. Seht ihr das? Seht ihr diese coolen Riffelungen? Wir haben eine Goldkarte. Eine Goldkarte gezogen. Eine echte Goldkarte. Und ein Pinsir in GX. Wow. Was sagt ihr dazu? Wow. Wuhu. Eine Goldkarte und ein Pinsir GX. Das Pinsir ist auch schön, ja. Aber das ist meine erste Goldkarte. Wow. Wahnsinn. Ich glaub's nicht. Am zweiten Booster eine Goldkarte. Unglaublich. Unglaublich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wahnsinn. Ihr müsst euch das nochmal anschauen, ne? Diese Riffelungen. Eine Kapuriki Gold.
Coole Karte, richtig schöne Karte. Wahnsinn, eine Goldkarte. Ich pack's nicht einfach. Der Hammer. Ich habe eine Capuricchi Gold. Wow, genau die, die ich ziehen wollte. Ich finde die anderen Capus auch cool. Aber die ist schon einfach. Ja, Capuricchi halt. Wow. Ich hoffe, ihr könnt sie gut sehen. Wow, ich bin perplex, überglücklich und wow. Ja, Hammer. Also, tja, von mir aus. Kann man aufhören oder was sagt ihr? Nee, natürlich machen wir weiter. Für eine Goldkarte gibt's natürlich einen Online-Code. Bitteschön. Ich möchte ja selber spielen und ich sammle auf ein großes TCGO, ne? Auf ein Online-Opening und möchte schauen, welche Karten ich da so zusammensammeln kann und euch zeigen, wie man Decks baut. Wird es bald auch geben als Videos, aber ich muss mich noch ein bisschen in die Materie einüben, fürchte ich. Viel Spaß mit dem Code. Ja, Wahnsinn. Also, ob da jetzt noch irgendwas kommt in den Boostern, keine Ahnung. Aber wir schauen uns einfach die schönen Artworks an und nachher nochmal das Capuricchi. Wir haben eine Pflanzenenergie, Rockus-Durchhaltevermögen, Chanera, Georock, Phlegmon, Carpador, Pikachu, ein Voltoball, ein Smogon. Nein! Nein! Was ist heute los? Ja, ich würde sagen, jetzt hören wir aber auf, oder? Was sagt ihr? Und noch ein Pipi, unsere Rare. Ich werde nicht mehr. Ja, hat ja gesagt, wir hätten schon genug Puls? Nee, keiner sagt das. Niemand sagt das. Ja, schön, oder? Was sagt ihr? Wahnsinn. Hammer. Also, ein Shiny Volverok. Full Art. Ein Pinsir. Smetacross aus der Box. Eine Goldkarte. Wirklich eine Goldkarte. Meine erste Goldkarte. Die stellen wir jetzt hier hin. Die darf da jetzt zwischen Dragonir und Dragoran stehen. Meine erste Goldkarte. Und ein süßes Evoli Holo. Also ich bin geflasht. Diese Box. Ja, macht mich fertig. Wahnsinn. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's noch immer nicht. Das ist das Coole bei diesem Set, dass du halt wirklich tolle Sachen ziehen kannst und vor allem auch gleichzeitig ziehen kannst. Entschuldigung, der Fokus dreht jetzt gerade ein bisschen durch. Das haben wir aber gleich wieder. Wow. Ja, für eine Shiny gibt es natürlich auch nochmal einen Online-Code. Vielen Spaß beim Spielen. Also jetzt wird mich nichts mehr wundern. Ich würde jetzt nicht sagen, schaltet aus. Schaut einfach weiter. Und wir schauen, was wir noch ziehen können. Eine Feuerenergie. Porenta mit seinem Lauch. Rosana mit den Herzen. Mistys Entschlossenheit. Ein Phlegmon. Ein Carpador. Ein Pikachu. Voltorb. Smogon. Eine Reverse-Energie. Ja, nice. Mag ich auch. Finde ich toll. Cool. Und Pantimos. Unsere Rare. Ein Phantimos, das hat auch so viel Herzahl. Mindestens so viel Herzahl wie. Genau. Wie die Rosana, ne? Eine Reverse-Energie. Super schön. Und auch das Phantimos. Super cool. Ich finde das Artwork sehr schön. Kommt auf jeden Fall auch in meine Sammlung. Als Rare.
Aber eine Reverse-Energie dazu. Super. Ja, Hammer, oder? Also, es kann nur noch heftiger werden, kommt mir vor. Keine Ahnung, wie die Booster zusammengemischt haben. Aber bis jetzt, ja, könnte es nicht besser laufen. So, mal wieder ein Code für mich. Damit ich eben euch auch mein TCGO-Opening sowie... Ah, und wir machen mit einer Feenenergie weiter, ne? Sehr gut. Zeigen kann und auch den Deckbau, was man da so alles zusammenstecken kann in ein Deck. Roccus Marmoria City, Giovanni's Exil, Tragosso, Kleinstein, Pomelov, Sterndu, Rettan, Roccus Marmoria City in Reverse und Geowatz, unsere Rare. Ja, bei diesem Puls wundert es mich jetzt nicht, ne? Ich packe trotzdem die einfach mal gleich in das Sleeve. Ich verkaufe meine Karten, die doppelt sind übrigens, auf Card Market wie auf eBay. Falls ihr da mal Interesse habt, könnt ihr mir gerne auch auf Discord schreiben, auf der Metropole. Einfach eine Privatnachricht da lassen. Dann können wir gerne mal schauen, ob ich was zum Tauschen habe. Und was ich so zum Tauschen habe. So. Unsere letzten vier Booster habe ich da noch liegen. Einen habe ich noch zum Dazuquatschen. Schauen wir mal. Eine Energie. Porenta. Roccus Marmoria Arena. Janera. Rettan. Voltoball. Kleinstein, Pikachu, ein Pipi, noch eine Reverse-Energie und ein süßes Mew. Das ist unsere Rare. Unsere normale Rare. Aber das habe ich noch nicht. Seht ihr dieses Artwork? Echt schön. Das kommt auf jeden Fall auch in meine Sammlung. Natürlich wäre es cool, wenn ich die noch in einem anderen Zustand bekommen würde. Aber wir sind nicht greedy. Wir haben ja schon was Hübsches gezogen. Wahnsinn, oder? Ich kann es auch immer nicht glauben. Meine erste Goldkarte. Entschuldigung. Bisschen Balk wegräumen. Wow. Also, einfach durch die Goldkarte ist diese Box der Hammer. Der einfache Hammer. Also, ich kann es gar nicht sagen, wie glücklich ich jetzt gerade bin. Ich hoffe, ich quatsche nicht zu viel. Ich habe gehört, das machen einige. Schauen wir uns die Karten an. Feenenergie. Sichloa. Glutexo. Safcon. Pipi. Sterndu. Pomelov. Rettan. Kleinstein. Und wir haben noch Erikas Gastfreundschaft in Reverse. Schön. Die ist cool. Nein. Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich fühle mich gerade echt. ja. Da hätten die Card Buddies mal lieber mit dieser Box. Bietebox gespielt. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Wir haben noch 3 Booster liegen. Von 10. Wir haben eine Gold. Wir haben Erikas, ups, Gastfreundschaft in Reverse. Das ist eine Rare. In diesem Set. Die darf da jetzt da oben auch dabei liegen, weil sie schon so cool vom Mewtwo gekommen ist. Wir haben Mewtwo, NGX, Pinsir, Wolverock. Was fehlt uns jetzt noch? Eine Shiny wäre noch nett, aber wir haben eine Goldkarte. Meine erste Goldkarte. Ich kann es nicht glauben.
Ja, ein Code für euch. Viel Spaß damit. Ja. Vielleicht sieht man sich ja dann mal beim Spielen. Wir haben Mewtwo auch noch gezogen. Es ist ein Wahnsinn. Also heute sollte ich Lotto spielen, glaube ich. Wir haben eine Unlichtenergie. Ein Safcon. Eine Rosana. Magma. Glumanda, wenn es fokussiert. Phlegmon. Enton. Pipi. Carpador. Eine Scharniera in Reverse Holo. Die habe ich, glaube ich, schon. Aber ist immer wieder süß, ne? Wie der Scharniera da so steht. Und mit der Shigi-Puppe da. Einfach lieb. Und noch ein Arbok als Rare. Wir sind, wie gesagt, nicht greedy. Ich bin überglücklich über die Karten, die ich da liegen habe. Ich hoffe, ihr merkt das. Wie Wahnsinn. Also ich bin echt geflasht. Diese Box hat mich, ja. Ja, die bringt mich gerade an den letzten Rest meiner Nerven. Wow. Eine erste Goldkarte. Meine erste Goldkarte. Dann noch zwei Reverse-Energien. Die sammle ich auch. Und die GX-Karten sind doch auch der Hammer. Und ja, nee. Also ich bin ja mehr als geflasht. Also liebe Pokémon Company, gern mehr solche Boxen. Und vor allem bei mir vorbeischmeißen, ne? Wow. Wahnsinn. Wir haben noch eine eine Psycho-Energie. Oh Gott, ich komme schon ganz durcheinander. Sorry. Mistys Entschlossenheit, die Pokémon-Center-Dame. Sabrinas Vorschlag. Ein Phlegmon, ein Enton, ein Pikachu, ein Carpador, ein Smogon. Nein, wir haben noch einen Shiny. Wir haben noch einen Shiny. Ach Gott, ich werde verrückt. Und ein Smogmog als Rare. Aber wir haben noch ein Shiny. Ich glaub's nicht. Eine Ultra-Bestie und zwar Schlinking. Die fehlt mir noch. Ach Gott. Ich werd verrückt. Ich werd echt crazy, glaube ich, gerade. Meine Stimme lässt gerade voll nach. Ja. Noch ein Shiny. Ja, Nona, nicht, nehmen wir natürlich mit in die Sammlung. Ein Wahnsinn. Gebt euch das mal. Und ich habe hier noch ein Booster. Ein Wahnsinn. Sorry, es sind schon 23 Minuten Gelaber und Gefreue. Aber ich glaube, ihr versteht das. Also, ich glaube, der Titel ist auch schon fix, ja. Er heißt dann irgendwie, oh mein Gott, ich werde verrückt. Oder so, viel Spaß mit der Codekarte. Oh mein Gott, ich werde verrückt, ja. Wahnsinn. Wenn ihr das Video anschaut, dann glaube ich, wisst ihr, was los war. Wir haben noch unseren letzten Booster. Viel Spaß. Und zwar mit einer Pflanzenergie. Sabrinas Vorschlag. Sichlor. Glutexo. Smogon. Sterndu. Rattan. Raupi. Paras. Nein. Nein! Oh Gott. Seht ihr das, was ich sehe? Seht ihr das, was ich sehe? Ihr seht das, was ich sehe, oder? Ihr seht da jetzt auch gerade ein Wolverock. Noch ein Wolverock. Seht euch diesen Effekt an. Zwei Wolverock in einer Box. Ein Wahnsinn. Und Mistys Wasserkontrolle in Holo. Na, immerhin eine Holo. Oh mein Gott. Also, wenn diese Box
nicht absolut durchgeknallt ist, dann weiß ich es auch nicht. Also dann echt, ich weiß es nicht. Ein Wahnsinn. Also, ja, ich kann gar nicht sagen, netter Pull, ne? Keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen soll mit den netten Pulls. Also diese Box, die ist echt, die war jetzt gerade der Hammer. Das ist wahrscheinlich ein Einzelfall, ja? Wenn ihr nicht so viel Glück habt, Wahnsinn, sorry, aber Hammer, oder? Ich, keine Ahnung, was die Sortiermaschine gemacht hat. Die, hat zu viel getrunken oder so, keine Ahnung, aber gebt euch das mal. Wir haben zwei Holokarten, und zwar Mistys Wasserkontrolle und ein Evoli. Dann haben wir in Reverse Holo Erikas Gastfreundschaft als Rare. Dann haben wir, oh mein Gott, also echt, einen Moment, ich krieg's nicht mehr. Wir haben zwei Reverse-Energien. Wir haben zwei GX, normale GX, wenn man es so haben möchte. Aber wir haben zwei GX, oder? Wir haben zwei Wolverock GX in Shiny, Full Art, Hammer, Wahnsinn. Wir haben noch ein Schlinking, Ultra Bestie in Shiny. Wir haben unser Metacross, das natürlich bei der Box dabei war, aber wir haben noch eine Kapuriki. Also, irgendwer hat's, ja, nicht gerade schlecht mit mir gemeint, würde ich sagen. Und ja, mit diesem Hammerpull, ja, möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich muss mich erst sammeln. Danke fürs Anschauen, Nachschauen, Zuschauen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und meinem Packluck, keine Ahnung, ob ich eins habe, aber es schaut gar nicht so schlecht aus, dann schaut wieder rein, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Kommentar da, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, und bis zum nächsten Opening. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen goldenen Tag. Danke fürs Zuschauen. Meine Stimme ist weg. Danke, eure Isa. Ciao.